Hallo, ich spreche ein bisschen aus dem Dunkeln zu euch und habe dafür aber eine ganz helle Präsentation vorbereitet. Und zwar geht in dieser Folge von Dicke Fernunterricht um die Frage, wie sich jetzt in den letzten 2 Wochen meine Arbeit verändert hat. Meine Arbeit primär jetzt mal als Lehrer. Ich arbeite auch als Dozent an der Uni Zürich, aber gehe jetzt darauf nicht spezifisch ein. Das lässt sich ganz gut unter das summieren, was ich sonst so erzähle über meine Arbeit. Florian hat auf Twitter gerade heute diese Umfrage gestartet. Wenn ihr schnell genug seid, dann könnt ihr auch noch daran teilnehmen. Also die Frage, ist es mehr, weniger Arbeit, ist es mehr Arbeit oder kaum eine Veränderung? Zuerst wollte ich eigentlich, es ist kaum eine Veränderung anklicken, aber ich finde, dieser ganze Anschub, um so in den Gang zu kommen, ist schon mehr Arbeit. Und das möchte ich jetzt auch gleich begründen, weshalb es, worin dieser Mehraufwand besteht. Also ihr seht auch mein Häkchen ist da in der Mitarbeit oder ich Mehrarbeit. Und zwar, das habe ich jetzt ganz schlecht gemacht. Ich vergesse immer, dass ich da unten ja, zu sehen bin, aber weil das ja alles so professionell ist, kann man das auch noch schnell ändern. Ja, jetzt sieht man es wunderbar. Also auf der rechten Seite ist so dieses Must, was irgendwie die Blöcke sind, die irgendwie ohne dies nicht geht. Also vielleicht kennt ihr dieses Bild, ich denke, das kommt so in Predigten und sowas vor. Man hat so ein Glas und dann füllt man da zuerst die Steine, die großen Steine ein und dann irgendwie die Kieselsteine und dann der Sand und zuletzt noch Wasser. Also wenn das jetzt dieses Glas jetzt hier meine Arbeit ist, dann natürlich, ich kann zum Schluss immer noch Wasser einfüllen, irgendwas geht immer noch rein, aber das sind mal so die großen Blöcke, die da zuerst rein müssen. Zu oberst Care-Arbeit und Homeschooling, damit meine ich, was ich einfach zu Hause in meiner Familie, was da anfällt, was da nötig ist, was da vielleicht auch Priorität hat. Also Kochen, Wäsche waschen, das sind so die Standarddinge, die ich auch sonst tun würde, die aber etwas mehr geworden sind, weil alle diese Support- und Entlastungssysteme weggefallen sind für die Kinderbetreuung, aber auch für viele andere Aspekte des Haushalts und dazu noch dieses ganze Homeschooling gekommen ist, was jetzt nicht intellektuell extrem beanspruchend wäre, aber was eine hohe Präsenz und Disziplin auch bedingt, dass in den Phasen, wo ich dafür zuständig bin, ich die Arbeit zuerst einmal hinten anstellen kann. Jetzt habe ich immer so Pfeile gemacht, weil sich das ständig bei mir durchkreuzt. Also es ist nicht so, dass es so diesen Stundenplan gäbe, wo es heißt, ja, jetzt sind die Kinder irgendwie an ihren Aufgaben, ich helfe ihnen, und dann kommt jetzt meine Arbeitszeit, sondern ich versuche das alles so irgendwie durcheinander durchzubringen. Dann kommt der synchrone Fernunterricht, das sind Blöcke, wo ich mit den Klassen gleichzeitig am Rechner sitze, wo wir Dinge besprechen, wo ich Ihnen Dinge erkläre, Ihre Fragen anhören, auch Ihnen zuhöre, wie es Ihnen so geht, wie Sie mit der Situation zurechtkommen, daneben steht. Und dieser synchrone Fernunterricht dauert immer etwas länger, als ich denke, weil manchmal kommt so wie noch die Frage auf, aber können Sie noch mal kurz erklären, wie das jetzt gewesen ist? Und jetzt, wenn ich im Schulzimmer bin, dann hätte ich noch so eine fixe Zeit, nämlich so lange, wie die Schülerinnen und Schüler noch in meinem Unterricht sind. Und dann könnte ich Ihnen anbieten, ja, das erkläre ich Ihnen vielleicht noch nach dem Unterricht, in der Pause. Oder ich könnte Ihnen sagen, ja, schreibe Ihnen eine Mail oder ich nehme ein kleines Video auf, wenn sich das anbietet. Ich könnte aber auch sagen, ja, die, die Sie jetzt nicht interessiert, die können rausgehen und an ihren weiteren Aufträgen weiterarbeiten. Ich erkläre es jetzt für die, die noch nicht mitgekommen sind, erkläre ich es nochmal. Also ich hätte wie fixe Zeit, Vorgaben, innerhalb derer sich dieser synchrone Fernunterricht abspielt. Und jetzt ist es häufig so, dass ich denke, ah, das habe ich jetzt nicht gut erklärt, da muss ich nochmal was nachliefern, da brauchen Sie noch mehr Material, da braucht es auch noch Unterstützung. Das heißt, nach diesen Phasen bin ich noch sehr oft in der Nachbereitung, teilweise spreche ich so eine halbe Stunde mit einer Klasse und dann bin ich noch eine Stunde dran, Dinge vorzubereiten oder Dinge nachzuliefern, die ich gedacht, von denen ich den Eindruck hatte, das brauchen sie auch noch, um
mit ihren Lernaufgaben weiterzukommen. Dann gibt es natürlich viel asynchronen Fernunterricht, also dass ich Materialien vorbereite, dass ich Anleitungen schreibe, dass ich Aufträge gebe, wo es nicht nötig ist, dass ich zu einer bestimmten Zeit präsent bin vor dem Rechner, aber bis zu einem bestimmten Zeitpunkt muss ich diese Aufgaben bewältigt haben. Ich muss Texte lesen, ich muss Arbeitsblätter vorbereiten, wenn ich die auch austeilen will und so weiter. Also was auch sonst natürlich zu meiner Verpflichtung gehört. Ich habe die Stundenplanposition und daneben muss ich noch viel arbeiten. Das ist jetzt hier einfach auch Fernunterricht. Dann habe ich viel Kommunikationsaufgaben. Also damit meine ich jetzt schon nur mit den Lernenden einfach zu sagen, wie geht's Ihnen, was machen Sie so, brauchen Sie Unterstützung, war das jetzt zu schnell, zu langsam und so weiter. Aber auch mit den Kolleginnen und Kollegen, um das Ganze zu planen. Aber dann natürlich auch privat. Also es vermischt sich jetzt völlig, dass ich viel häufiger Menschen anrufe, mal nachfrage, wie geht's dir? Einfach weil ich weiß, alle sind in so einer Situation, die nicht einfach ist. Und ich gehöre sicher zu denen, die privilegiert sind im Moment. Und da einfach Präsenz auszustrahlen. Und das vermischt sich dann häufig auch mit Feedback, das ich den Schülerinnen und Schülern geben will, auf ihre Arbeiten geben muss, was jetzt nochmal was anderes ist als dieser asynchrone Fernunterricht. Das gehört schon auch dazu, gewisse Korrekturen oder Rückmeldungen. Aber das ist jetzt viel intensiver und viel größer geworden. Das wären so die zwei Punkte, bei denen ich sagen würde, das hat sich jetzt schon massiv verändert. Also, dass diese Synchronphasen viel anstrengender und viel zeitaufwendiger werden und dass das Feedback auch viel mehr Zeit beansprucht und dass sich das Ganze nicht mehr so leicht trennen lässt, sondern ständig durcheinander geht. Ich habe grün noch markiert, dass ich daneben noch Social Media Arbeit mache, dass ich auch Kolleginnen und Kollegen berate, sehr niederschwellig, sie schreiben mir eine Mail, rufen mich an, und auch Medienarbeit mache, sind alles Dinge, die ich nicht machen müsste. Also ich könnte da jetzt sagen, nee, ich habe keine Zeit, ich möchte euch jetzt nicht weiterhelfen, wie ihr eine Videokonferenz aufsetzen könnt. Aber ich finde es im Moment gerade wichtig, auch über meine Erfahrungen zu berichten. Und das mache ich teilweise auch sehr gerne. Also das ist so wie etwas, wo ich nicht sagen kann, ja, da beklage ich mich jetzt drüber, weil ich könnte von heute auf morgen sagen, das ist jetzt fertig, das mache ich nicht mehr, weil es einfach zu viel Belastung ist. Die größten Veränderungen für mich, das ist dann auch schon der Schluss dieser Videos, die ich gerne auch kurz halte, damit es auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, die wirklich sich anzuschauen. Ich brauche viel Vorbereitungszeit für attraktive Aufträge. Also ich möchte den Schülerinnen und Schülern sehr viel projektorientiertes Lernen anbieten. Ich muss die Dinge etwas durchdenken. Ich kann nicht einfach, es ist nichts, was ich jetzt alles schon mal gemacht hätte, wo ich jetzt sagen kann, okay, ich nehme das mal von letztem Jahr und mache mal dasselbe. Das geht im Präsenzunterricht in der Schule viel einfacher, wenn ich sage, ich lese einen deutschen Text, den ich schon mal gelesen habe und dann nehme ich die Arbeitsblätter hervor und so weiter. Das kennt man ein bisschen. Diese Möglichkeiten habe ich jetzt im Moment noch nicht. Feedbackschulden häufen sich etwas an, was auch dann mit dem dritten Punkt zusammenhängt, dass ich wenig Korrekturzeit am Stück oder außer Haus habe, sondern dass ich zu Hause bin und dann ist immer so die Frage, ja, sollte ich jetzt die nächste Sequenz vorbereiten? Muss ich jetzt mit den Kindern Hausaufgaben machen oder vielleicht auch ein bisschen rausgehen und mal schauen, dass sie sich bewegen und nächste Mahlzeit kochen? All diese Dinge kommen zusammen. Ich habe schon Zeit, wo ich mich konzentriert bestimmten Aufgaben widmen kann, aber das sind dann häufig die Phasen, in denen ich wirklich auch Videokonferenzen abhalte, die sehr anstrengend sind. Also es ist nicht so die Zeit, dass ich jetzt sage, jetzt korrigiere ich mal 2 Stunden. Das ist im Moment nicht möglich, nicht mehr möglich. Das ist dann Arbeitstagen, wo ich in der Schule bin und nicht den ganzen Tag unterrichte, habe ich solche Sequenzen, wo ich einfach sagen kann, ja, jetzt korrigiere ich da mal einen Stapel weg und dann geht's weiter. Ja, die Videokonferenzen sind sehr anstrengend für mich. Es fühlt sich anstrengender an als eine Stunde im Schulzimmer. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich noch keinen festen Rhythmus gefunden habe. Es ist erst die zweite Woche. Ich will mich da auch gar nicht unter Druck setzen.
Ich habe jetzt in der zweiten Woche bewusst auch Phasen eingeplant, wo ich nicht arbeite, wo ich weniger arbeite, wo ich den Druck auch etwas wegnehme von mir. Also da hilft es mir wahrscheinlich, wenn sich so ein Rhythmus etabliert, wenn das Ganze jetzt noch Wochen so weitergeht, was wir im Moment annehmen, dann hilft das sicher, dass ich weiß, ah ja, Mittwoch, da mache ich so, Donnerstag, da ist es so, und dass auch alle ein bisschen um mich herum wissen. Im Moment verschmelzen alle Tage, so es fühlt sich so ein bisschen an wie lange Frühlingsferien und ganz viel Arbeit, irgendwie so eine Mischung. Und die Agilität, die ich sonst im Unterricht habe, die ergibt sich jetzt hier unter ganz anderen Bedingungen. Das heißt, häufig, wenn ich so, ich habe viele Doppelstunden mit meinen Klassen, das heißt so 90 Minuten Sequenzen, dann habe ich gewisse Dinge vorbereitet, geplant, und dann merke ich irgendwann, nee, so kommen wir nicht weiter, oder die Klasse ist jetzt im ganz anderen Ort, als ich gedacht habe, wo sie wären. Dann Plan B, C, D, vielleicht auch ganz neuen Plan entwickeln. Und diese Art von Agilität, die fällt mir im Moment noch schwer. Agilität bedeutet dann mehr, ich ziehe es mal so durch und danach denke ich, ah nee, anders wäre besser gewesen, und dann liefere ich noch Dinge nach, die ich dann erst noch überhaupt erstellen muss. Und sonst habe ich einfach diese 90 Minuten, und darin schaffe ich irgendwie gute Lernprozesse anzuregen, und im Moment mache ich das Ganze ganz anders, sodass dann bei agilen Phasen immer noch Vorbereitungs- und Nachbereitungs- und Feedbackaufwand dazukommt. Und ich denke, da müsste ich mich vielleicht ein bisschen lockerer machen, damit das nicht permanent einfach viel mehr Arbeit ist, sondern auch Formen von Entlastung vorkommen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Es interessiert mich natürlich, wie sich die Arbeitsbelastung für euch anfühlt, was ihr auch für Tricks habt, um diese Belastungen beschaubar zu halten. Also danke im Voraus für alle Kommentare, für das Feedback und Rückmeldungen. Bitte hinterlasst es, wenn ihr mögt, und bis zum nächsten Mal.